Wir haben zurzeit viele Schülerinnen und Schüler zu Hause, Quarantäne, Corona, und da könnten Hilfevideos helfen, aber nur wenn sie schnell gehen, sonst zerreißt es uns ja. Die auf vielleicht sogar grüner Tafel haben wir nach dem Unterricht den Tafel anschrieb, und wenn man da ein Foto macht, lässt sich ein Hilfevideo sehr schnell machen. Dazu brauche ich ein Gerät. Wer in der Windows-Welt zu Hause ist, kann das mit PowerPoint machen, weil da gibt es eine Videofunktion. Und die ist ziemlich gut. Habe es selber nicht benutzt, aber Leute sind begeistert davon. Ich bin in der Android-Welt, nutze gerade den X-Recorder. Früher habe ich den AZ Screen Recorder genommen. Bei Apple gibt es auch so Screen Recorder, da muss man ein bisschen suchen. So, und dann habe ich jetzt hier das Foto. Ich habe jetzt eine x-grüne Tafel, ich habe hier das anders, und da gehe ich auf das Foto drauf, und da gibt es eben so diese Teilmöglichkeiten und schau, was passiert. Und ich habe gemerkt, mit Notiz erstellen, das funktioniert ganz gut, weil dann habe ich das Foto und kann, also hier bin ich jetzt, Notiz erstellen, da kann ich so reinmalen. Ja. Und hier ist dieses Symbol für meinen Bildschirmrekorder. Wenn ich da draufklicke, dann gibt es dann so ein Symbol, so ein Rack, und dann klicke ich. Also starten, Video machen, stoppen, fertig. Ja. Ohne Schneiden, ohne irgendwas. Und wenn jetzt ein Nichtphysikerin oder Nichtphysiker das sieht, ist schon mal klar, dass jemand, der zu Hause ist und der einfach nur diesen Wust sieht, ist vielleicht verzweifelt, könnte sein, soll ja nicht sein. Und wenn ich ein bisschen erkläre, hier alles nicht so wichtig, das ist wichtig, bitte das anschauen, der Rest braucht und so weiter, und die Formel ist wichtig, dann könnte das für die Schüler zu Hause ein totaler Gewinn sein. Ja, und es muss natürlich knapp und kurz sein. Und nachdem ich dann Stopp gedrückt habe, gibt es dummerweise Werbung, aber auch wieder das Symbol für Teilen. Und ich persönlich schmeiße immer alles auf YouTube, aber das muss wirklich nicht gut sein. Man kann es auch auf irgendeine Cloud schmeißen und dann eben über die Schulcloud direkt den Schülern zukommen lassen. Meine Tipps, also beim ersten Mal Geduld für den Workflow. Also welchen Screenrecorder nutze ich und wo schmeiße ich es hin und wie tue ich das dann benennen und so weiter. Also da einen schönen Samstagabend, und dann muss es schnell gehen. Mut zum schnellen Video. Erstens mal 5 Minuten ist eine perfekte Zeit. So eine, also aus 45 Minuten Unterricht, so die wichtigsten 5 Minuten oder 2 5-Minuten Videos, finde ich, sollte langen. Und wir Lehrer wollen immer Perfektion, aber das in dem Fall ist das falsch. Ja, die perfekten Videos gibt es auf YouTube. Unsere Videos sind die persönliche Ansprache. Was ist in meiner Schulstunde wichtig gewesen? Und da profitieren die auch, wenn Versprecher drin sind und sonst irgendwas.